natürlich auch mal so Fragen an, so was so gedreht ist, was habe ich überhaupt gemacht. Ja, ich habe einen Ausdruck versuchen gestellt an verschiedene Stellen. Das waren ungefähr 50, das sind nicht genau 50. Ein bisschen kompliziert, weil die zwei Umfragen und das Beta an einem zwei verschiedenen Stellen hat beide das Beta A beantwortet und bei der einen und bei der anderen Umfrage wurde dann zwei verschiedene Stellen weiter geleitet, deswegen weil ich jemand mit ca. 50 das trotzdem so wieder verhalten. Dann habe ich zusätzlich noch Follow-ups verpackt. Also ich habe mich einfach nach kurz geschickt und gesehen, was kommt zurück, sondern ich habe auch noch gemacht, dass auch das richtige Zurückkommen steht. Und dann habe ich mal geguckt, was die Zuweisung beantwortet haben. Wie ihr seht, muss man nicht immer gewesen, wo ich bin, sagen. Wenn man zwei Tage nicht aufpasst, dann hat man plötzlich ein bisschen Durchlauf. Ich habe versucht, für jeder mit beiden eigenen Hand bezahlt und dann nur die Antworten bekommen. Das ist viel Papier produziert. Und für die Auskunftsversuchung steht da im Bundesdatenschutzgesetz. Und deswegen sind die Stellen rechtlich verpflichtet, mir diese Anfrage auch zu beantworten. Ich finde viele Kleinigkeiten. Es waren echt nur die wenigsten, die das in den Gesetzen schon haben, um zu meckern, weil ich auch das geschrieben habe, was ich machen wollte. Warum habe ich sowas gemacht? Zum einen, weil ich kann, das ist ein lustiges Projekt, das ja, es gibt ja nicht danach, was wir haben, es steht ja im Gesetz, dass ich das darf. Ich hatte im vorletzten Wintersemester, weil ich den Anfänger gehabt habe, Datenschutz und Gesellschaft. Da habe ich allein das Thema Videoüberwachung. Und am Ende des Seminars machte der Lehrer eine Dozent, der wollte so ein Experiment machen und ich denke, man kann es halt vor allem auf die Wissensverweisung gestattet. Und dann ist mehr darauf, wo der Lehrer Zeit hat, um ein bisschen zu leiten, eben so, so ähnlich wie ich das gemacht habe. Weil er wollte einen Platz machen. Er hat sich gedacht, er hat wahrscheinlich verschiedene Leute bei verschiedenen Telefonen angestellt, aber halt auch einige bei den Seiten und auch mit den so. Ich habe danach auch nochmal mit ihm gesprochen, ein bisschen mit ihm ausgetauscht und er meinte, aus dem Projekt sei nichts geworden, weil die Anforderungen nicht vergleichbar waren oder halt nicht wirklich vergleichbar waren. Ich habe es zur Kenntnis genommen und erst als dann die ersten Antworten kamen, habe ich wirklich verstanden, was er damit gemeint hat, dass es eigentlich gut ist, sich die zu vergleichen. Ja. Darum hat es probiert, nicht zu sagen. Und auf jeden Fall war das für mich so eine Sache, das fand ich halt eine coole Idee und das hatte ich immer im Hinterkopf, hab da auch noch verpennt, das zu machen. Bis dann am 1. April in der Tagesschau, im Gericht, wie ich gleich zu Anfang, also 1. April, es gibt Leute auf unserem Channel, ich spiele es eventuell mal an. Das ist alle deutsche Kosten des
Ich kann es ja nur kurz erwähnen, wenn ich einfach die 10 Kilometer von der Rücken zeige. Die haben schon vielleicht die größte Ausgrundkleidung in Deutschland, aber es gibt über 20 Kleidungsbuchse aus Ausgrundkleidung bei 600 Kilometer, das Kursieren ist da im Oberland. Und wir haben keine Verteidigung gedacht, dass wir wollten, dass jemand anderes gebracht hat, kann auch sein, dass es nicht klappt. Und das Beispiel dafür ist gleich vor allem, wenn wir von euch auf praktische Unmöglichkeit, dieses gleiche Experiment zu zeigen. Ja. Also, nochmal, was im Gericht gesagt worden ist, ja, man will falsche, also kostenlose Anfragen, ja, woher die Daten kommen, an wen sie gehen und über die Zurückführbarkeit, damit man falsche Einträge korrigieren kann. Also, das ist mein Grundzweck. Dann will man einer Firma transparente Behandlung erfunden, ja, um Fehlverurteilungen zu vermeiden. Und die Antwort drin soll bestehen, dass man die Anzahl der Konten und der Kreditkarten und dass auch der Familienstand und der Wohnort interessant sein. Da die große Frage, dass auch kein Verbraucherschutz mehr aktualisiert wird, ja, aber wie berechnet sich das vor? Das ist meine Antwort. Ich habe auch tatsächlich eine bekommen. Es geht natürlich nicht viel, was ich dachte, das ist eine Verbraucherschutzmeldung. Ich erreiche mal, dass ich wieder mit zu viel Schwimmen veranstalte und lasse mich zeigen. Das kam recht schnell. Weil ich zeige, zu was kam. Es kam halt in die Information, da ist mein Name, meine Adresse, wo man halt persönliche Daten draufstehen. Das waren halt die persönlichen Daten. Dann kam so ein Auszug von Wellen von verschiedenen Stellen, die die Daten angefragt haben. Da waren eigentlich ausschließlich Sachen, die stammt bei der Kontoeröffnung, die angebracht bei der Kontoeröffnung, die eine Bank bei einem Kreditabschluss, der Handy von meinem Handyvertrag und alles sowas, was man halt eigentlich, was Sinn macht, ja, wenn ich jetzt einen Handyvertrag mache, dann frage ich mich nochmal, dann gibt sich das Handy für mein Sitzchen auf Platz. Die Daten können neu und ja, alles kommt. Gut, ich schreibe jetzt den Basis, also es gibt ein Discord, ja, und dann gibt es eine Prozentzahl, zugewiesen zwischen 0 und 100%. Alles unter 50 ist als extrem Risiko, extremes Risiko, extrem hohes Risiko. Das heißt, wenn du zwischen 0 und 50 bewertet bist, dann sagt man den Banken oder den Banken fragen, was ist der Score von Herrn so und so, dann kommt als Antwort ja. Alles, was unter 50% heißt, für die Bank ist es extrem hohes Risiko und es gibt über keinen Kredit, das geht nicht wieder. Ich bin ein Student. Ich habe zwar immer ein bisschen gearbeitet, aber habe nicht viel Geld beiseite. Ich habe ewig viele Schulden angegriffen. Ich habe einen Bildungskredit und ich habe bei der Schule 98,4 Punkte. Das heißt, ich kann eigentlich bildenlos, weil ich zumindest auf die Schule angegriffen habe, den großen Kredit aufnehmen. Auch wenn ich keine Einnahmen habe oder sonst was, dann kann ich eigentlich. Verschuldet bin, ob keiner zu sagen ist. Ja, ist erstmal ein bisschen seltsam. Ich hätte auch mal zufälliger nach dem letzten Gespräch mit meiner anderen mit dem Bank, der mit meiner Bank bin. Und die hat mal irgendwie mal das freigegeben und man sehr erhofft, sehr kreditwürdig von uns bis 400 Euro. Also offensichtlich hat man dann die Bank mit dieser Information von den Türen und die anderen Informationen halt direkt den Wert ausrechnen können. Ich weiß auch nicht, warum sie 1.100 sind. Kann ich mal 1.000 zurückzahlen, aber gut. So, auf jeden Fall, ich wäre erstmal nicht schlecht, ich habe einen positiven Score. 98, also alles ab 97,5 ist extrem niedriges Risiko. Ich sage, es geht auch so über die Maschinen. Aber das steht da auch alles im Stall. Eine gute Freundin von mir, die ist ungefähr so alt wie ich, in der Situation, sie hat allerdings jetzt ihren Abschluss an der Pika gemacht und ist ungefähr ein Jahr. Ist also Beamtin zur Zeit. Okay, das wird jetzt auch höchstens auf ein Jahr, dann muss sie sich einen Job suchen, aber das wird dann ja ungefähr ein Jahr, bis sie verbeamtet. Sie hat also eine feste Einnahme und alleine lebt eigentlich ganz gut und sie hat eine Basiskurve von 30%. Und man muss jetzt sagen, also sie ist halt jetzt 18 von zu Hause ausgezogen. In der ersten neuen Wohnung hat sie irgendwie bei der Telekom Telefonvertrag gehabt. Sie hat auch mit einem Rechnungsverschlag und das nicht vergessen zu zahlen. Und ja, sie weiß halt, dass sie selbst schuld ist. Und das ist halt Fehler von ihr. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann die Telekom gekündigt. Und seitdem hat sie auch, dann hat sie halt versucht, einen Handyvertrag zu kündigen. Das ging auch nicht. Und seitdem hat sie selbst
speziell irgendwie erstmal negatives vor oder schlecht am Werk hat. Jetzt ist aber 10 Jahre vergangen. Jetzt hat sie sogar über die 3 Monate, sie hat dann einfach gedacht, sie hat einfach bei der Kündigung wieder Vertrag abgeschlossen und gestern den Vertrag genommen und hat gesagt, okay, klar, kein Thema. Und jetzt stellt sich halt also auf dem Basiskurs ist 30% und es gibt es bei den Reitern und Sparkassen, der Verschiedenheitsfonds, bei den Sparkassenfonds oder sowas hat sie 47%, was schon deutlich höher ist, aber immer noch unter dieser 50% Marke. Das heißt, sie hat eigentlich genau das Problem. Sie hat einen schlechten Score, sie weiß wahrscheinlich auch, warum ich meine Bücher gerade nicht mehr, denn genau diese Information steht nicht in ihrer Auskunft. Also sie hat eine Auskunft, wenn nicht der Name stimmt, die Adresse stimmt, der Kollege im Stand stimmt, dass die Bank mal, dass die Bank halt ihr Konto da hat, hat sie gemeldet hat und die 2 Anzeigen und sagen, das Konto stimmt halt, das stimmt auch alles. Ja gut, aber man will ja falsche Daten kommentieren, damit halt nicht diese Behandlung nicht passiert. Ja, aber es sind ja keine falschen Daten. Jetzt ist halt die Frage, entweder muss es von unserer versteckten Daten gehen, ja, wo halt drinsteht, ja, die ist nicht zuverlässig. Oder dieser Score wurde einfach nicht aktualisiert über die Jahre. Ich meine, das ist auch 10 Jahre her. Dadurch, dass ja nichts Falsches drinsteht, gibt es ja auch nicht wirklich die Möglichkeit, hinzugehen, weil hier ist jetzt mein Arbeitsvertrag, setz mich mal um, ich möchte mal was online kaufen. Sie hat tatsächlich mal eine Lernung, die sich ja da umgezogen, die du nicht mehr hast. Sie hat sich gerade gekauft und das ging auch in der Vorkasse. Und ja, es hat halt geklappt, aber es ist halt natürlich ärgerlich. Man kann halt auf Amazon nicht einkaufen, es ist kein Handyvertrag. Warum das mit der Telekom geklappt hat, ist nicht auch nicht so, ja. Also, es ist halt schon deswegen diese praktische Sinnlosigkeit der Amtstitel, weil, naja, also wirklich fair und transparent ist es nicht. Ich meine, die Adresse stimmt, ja, der Name stimmt, aber, also ganz ehrlich, selbst wenn die Hausnummer jetzt falsch wäre, ist das ja das Vorwurfsgehandel, wie alles korrigiert. Und, ja, inwiefern die Meldung, was meinst du mit? Also, ja, also ich weiß nicht, ob es drinstehen sollte. Eigentlich, wenn es zu dem Namen dazugehört als Antrag, sollte das bei Gesetz dabei stehen, aber faktisch steht es nicht dabei. Ich kann euch, wie gesagt, ich habe alles mitgemacht, damit ihr euch meine Augen mal gerne angucken könnt. Also, ich habe hier auf der rechten Seite stehen halt meine verschiedenen Daten, und meine 2 Adressen, ich bin von einer Daten gezogen und sogar eine Schlüsselkundennummer. Ja. Dann steht hier das schöne Fixpunkt mit, halt, dass die Bank so und so, dann so und so, Telefongesellschaft halt meine Anzeige gestartet kann. Ja, dann steht hier einfach so Zettel und hier ist genau so meine Scores. Ja, und so ein bisschen Papier, die man durchblickt. Und dann steht halt hier erklärt, wie sich das dieser Score macht und ja, wie das 150% und ab 95% wie die verschiedenen Kategorien sind. Ja, und mehr steht da nicht. Also, bei mir steht zum Beispiel, ich habe meinen Doktor auf Raten bezahlt. Das heißt, ich habe dann bei der Bank Kredit plus plötzliche Konto wieder das Geld, was das Kredit wert ist. Und es steht halt drin, dass dieser Kredit dann fertig bezahlt wird, pünktlich und rechtmäßig gekündigt worden ist. Aber hier stand halt nichts Negatives drin. Deswegen habe ich jetzt von dieser Freundin, von der ich wusste, dass sie da ein Problem hat, gefragt, sie soll das bezahlt machen. Denn hier steht auch nichts drin. Aber sie hat einen Score von 30%. Und wie sich der berechnet, das war halt die Frage von einem Datenschützer oder Datenrechtler, das weiß keiner. Ja. Sicher, deswegen hatte ich auch wahrscheinlich. Ja, natürlich, das ist sicher ganz wichtig, deswegen hatte ich auch einen hohen Score. Da kann ich vollkommen nachvollziehen. Auf der anderen Seite, sie hat halt einmal in ihrem Leben einen Fehler gemacht. Wenn sie jetzt in 5 Jahren ein Haus kaufen will, und das halt gnadenlos nicht klappen wird, weil es einfach nicht mal die geringste Chance besteht, laut Schulkampfpunkt, dass sie dann das zurückzahlen wird, ist es halt nicht sehr schade. Und von wegen dieses falsche Einträgen kommentieren, was ja eigentlich die Absicht des Gesetzes halt ist, das ist halt einfach, das klingt halt nicht. Sicher. Ja, natürlich.
natürlich. Also, das steht ja schon. Aber die Realität ist eigentlich ein bisschen lächerlich, dass man jetzt für dieses Kabel jetzt überziehen muss, damit die Schufe dann da ist, ach, guck mal, der ist doch kriegt. Ich meine, ich habe ja vorgeschlagen, dass es halt das nächste, was ich da mit mir prüfen muss, ob man eigentlich einfach sagen kann, hey, hier ist mein Arbeitsvertrag. Hier, und ich zeige euch gerne, wie viel ich verdiene, dafür, dass ich da halt ein bisschen besser ins Sport bringen kann. Also, ja, auf jeden Fall ist es halt ein bisschen frustrierend. Auf der nächsten Seite dann weiterzugehen, was will ich denn bei gerne der einzelnen Zeit Datenschutz bin? Naja, zum einen will ich halt in dem Fall das Datenschutzgesetz durchsetzen. Ja, ich will zeigen, dass es Menschen gibt, die das nutzen. Ja, es gibt Menschen, die interessiert es. Also auch mit der Stelle sterben. Ja, weil stellt euch vor, ihr seid ein großes Unternehmen, ihr wisst, es gibt natürlich das Datenschutzgesetz, aber keiner benutzt das. Dann kennt ihr das auch, weil wenn dann tatsächlich eine Anfrage kommt, auch das Richtige rauszusuchen. Deswegen kann auch intern bei denen halt ein Bewusstsein schaffen. Es gab auch tatsächlich, also ich habe auch Kontakt mit einer Gruppe, mit der Gruppe, die ich jetzt später auch mal reden, die sich rote Hilfe Heidelberg. Und die, also deren Hintergrund ist, der Polizei zu stellen, solche Anfragen zu stellen, damit, wenn sie auf einer großen Demo festgenommen werden, vom Datenschutz oder so, dass denen gerade nichts irgendwie da gesagt werden kann. Ja, übrigens weiß ich dafür, ich beobachte über dann keine Sachen, und ich habe ja die Unterlagen dafür, wenn ich beobachte. Also entweder vorher oder jetzt, dann kann ich das anrufen. Ja. Also die machen das mit dem Hintergrund. Aber ich habe das Verfahrensgerichte gelesen, dass die Landwirtschaft gegen die Anfrage gestartet. Das war ein bisschen untersetzen. Und die eine Stelle hat gesagt, nee, das müssen wir machen. Für die Datenbank, dann habe ich wirklich gesehen, das müssen die andere Stelle machen. Dann hat er den Datenschutzbeauftragten angefangen und gesagt, komm, und dann haben sie sich zusammengesetzt und dann haben sie tatsächlich sich zum ersten Mal Gedanken gemacht, wenn so eine Anfrage reinkommt, wer ist überhaupt zuständig dafür? Ja, also dieses Ziel kann man damit zumindest mal erreichen. Da hat halt auch bei den Unternehmen in dieser internen Protestklärung erfordert. Was mir auch wichtig ist, deswegen ist auch alles wollen, möglichst alles schriftlich gemacht hat, ist, dass ich da ein Schreiben geschickt habe, damit ich dann verstoßen werden kann. Ja, wenn ich halt weiß, die haben meine Antwort bekommen und die haben sie nicht gut gemacht, dann kann ich halt zu der entsprechenden Aufsichtsstelle gehen und mich bestimmen. Ein Schreiben Einwurf heißt, die haben es bekommen. Und dann gibt es in ihrer Pflicht, sich darum zu kümmern. Meine Anfrage. Wie gesagt, das ist also gesetzlich so, es reicht nicht, ein Schreiben ist, man hat nicht. Dann müssen die nämlich, wenn es ein Einschreiben ist, dann müssen die nämlich den Zettel rausklagen und zeigen, dass ich den unterschrieben habe und sagen, guck mal, das ist gar nicht deine Anfrage, ja, bitte, mein SCP, das ist gar keine Anfrage war. Aber dann müssen plötzlich, haben sie halt mehr Motivation. Und wenn ich halt dann die Aufsichtsbehörde einschreibe, kann ich halt sagen, die haben den Zettel dann und dann bekommen und jetzt drei Monate später, ich habe keine Antwort bekommen. So, wie geht es jetzt? Also, das Recht dazu, ich hole ein bisschen weiter aus wegen den Gesetzen, und zwar das gesetzliche Recht dazu, eine Anfrage zu starten, ist die informationelle, das Recht zur informationellen Selbstbestimmung. Ja, das ist eine Ausdehnung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es ist nicht direkt im Grundgesetz drin, aber laut Bundesverfassungsgericht ein Datenschutzgrundrecht. Bisher fand sich keine Mehrheit, um dieses Recht ins Grundgesetz zu schreiben. Deswegen ist es nicht direkt drin, es wird mehrmals angesprochen. Aber man kann es halt direkt davon ableiten. Ja, und von dem Persönlichkeitsrecht, weil es ist ja meine Persönlichkeit, dass die bei euch gespeichert sind, also das ist eigentlich Teil von mir. So ähnlich wie mit dem Telepathieren und allen anderen Geschichten. Und aus diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung müsste sich halt das Recht auf Selbstauskunft, auf Eigenauskunft genannt. Dafür gibt es ein paar Gesetze, das Bundesdatenschutzgesetz erstmal und paar Sondervorschriften, das sind die Landesdatenschutzgesetze, ja, für die Länder, für die Behörden der Länder, so wie man gesagt. Dann Kirche und Rundfunkanstalten, die eine Sonderkommission haben, so wie ich immer, auch was die Aufsicht angeht, das ist ein bisschen anders geregelt als die anderen Sachen. Und bei Sozialdaten, die halt nochmal ein bisschen persönlicher sind, das ist halt als Zeit, wird es beziehungsweise gelingt. Dann genau
319, die es gibt, das ist hier öffentlich gestellt und da war 34 für nicht öffentlich gestellt. Deswegen werden wir einfach nur Stellen statt Unternehmen oder Behörden. Das ist halt so die eine lange Wort, das gleich nutzen. Und bei den Sozialdaten eben ist dann die Berichtsbeziehung Paragraph 83. Also das ist das, das sind eigentlich alle drei ziemlich gleich, leider immer nicht nur ein paar Worte. Ich hätte jetzt meine 34er jetzt hier aufgelegt. Und zwar, das ist Absatz 1, ich habe ein bisschen gekürzt, aber das ist eigentlich das Wichtige. Die Verantwortungsstellung hat den Betroffenen auf Verlangen Auskunft zu erteilen über die zu seiner Person gespeicherten Daten, den Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, die Daten weitergegeben worden sind und den Zweck der Speicherung. Der Betroffene soll die Art der persönlichen Daten über die Auskunft geteilt werden, die er bezeichnet. So, also das sind so die drei Sachen, die man anfragen kann. Welche Daten? An dem wurden sie weitergegeben und warum hat das überhaupt? Wenn ein Unternehmen das natürlich in der Regel beim Kirchenvertrag oder so, ist natürlich der Zweck, ja, weil wir halt einen Vertrag mit dem Anlaufen haben, dass wir nicht an den persönlichen Daten, was wir auch sehen wollen. Aber es gibt auch andere Stellen, wo es halt nicht so klar ist, warum sie überhaupt Daten überall haben. Über die Fristen steht jetzt explizit nichts drin, das ist dann nicht gesetzt. Allerdings habe ich mal Gesetzesbücher gelesen und Deutschland. Es steht zwar keine Frist drin, aber es ist eine geschäftliche Abwicklung, also sollte man von 14 Tagen alle Forderungen treffen. Sollte die Frist sein. Also sprich, so wie normales Arbeitsverhältnis halt, wenn man halt die Schritte einmal gerechnet von dem Studium, manches von 14 Tagen vereinbart. Das ist so die normale, typische Frist. Das Recht auf Selbstauskunft ist tatsächlich eine Voraussetzung für die Geltendmachung weiterer Ansprüche. Also sprich, wenn man eine Steuerungsgesellschaft oder eine Berichtigung haben will, ja, also das, was man eigentlich vorhin im Deutschlandbericht auch war, und auch eben ohne Beschwerde einzureichen, so wie wenn man ja einen Anschlag auf persönliche Daten hat, wenn man eine Zigarette und eine persönliche Daten zu haben, dafür kann man auch dann plötzlich die Behörde einschreiben. Also ich habe diesen letzten Satz explizit nochmal hingeschrieben, weil ich den viele Menschen kann ich verstehe. Ja, weil hier steht ja, der Betroffene soll die Art der Personenbezogenen Daten anfangen oder anwenden, bezeichnen. Jetzt verstehe ich das viele Menschen so, naja, ich muss halt sagen, was ich haben will, also ich will, dass ihr mir meinen Namen sagt und meine Adresse und meine Kontonummer immer gespeichert habt. Ich bin der Meinung, dass diese Auffassung falsch ist. Ich kann ja erstmal nicht wissen, welche Daten eine Stelle von mir hat. Vielleicht frage ich die ja nach und nach meine Kontonummer und Adresse, dabei haben sie noch 10.000 andere Sachen und das Ball kann ich ja voraus nicht wissen. Und ich meine, dass die Art, also mit diesem Satz, mit die Art der Daten bezeichnet werden soll, als halt diese, also dass diese drei Punkte gemeint sind. Also sprich, ob sie persönliche Daten sind, ob sie Empfänger sind oder ob sie Zweck gemeint sind. Ja, natürlich. Aber dann wäre zum Beispiel, ja, natürlich, das habe ich auch gemacht. Aber dann wäre ja zum Beispiel der Zweck der Speicherung nicht mit eingegeben. Hättest du den ersten Punkt spezifiziert? Ja, nee, das ist also, ich glaube nicht, ich bin halt kein Jurastudent, deswegen kann ich ja nicht 100% genau sagen, ja. Das wird halt keinen Sinn machen, also ja, natürlich, da ist ja halt der Ausweg, ich habe dann alle Daten. Aber ich glaube, dass dieser Satz danach dafür da ist, weil sie halt eine Abgrenzung haben von den drei Punkten. Habe ich nicht gesehen. Also, wie gesagt, das ist noch nicht so gut geguckt, das ist noch nicht, das ist noch alles falsch. Da machen wir jetzt wieder aufgreifen, deswegen mache ich es einfach mal weiter. Also, um so aufgreifen zu starten, habe ich mir erstmal überlegt, wer ist der Daten, wo ich da bin, auf die Firmenwebseite gegangen oder Behörde oder was auch immer. Ich habe halt so meine Ziele waren halt erstmal zum Datenschutzlegen oder wenn man Kontakt mit einem Treffen, dann muss halt eine Adresse dabei sein. Ja, eine Adresse, deswegen, es gibt viele, die haben halt eine E-Mail auf, aber ich habe halt immer explizit die Adresse haben, weil ich halt immer da reinschreiben wollte. Das ging auch ordentlich ins Geld. Ja, also das darf man nicht vergessen, deswegen, ich habe schon so einen Buch 150 Euro nur an Papier und Post und diesen E-Mails ausgegeben. Und ja, jetzt kommt eigentlich, wie sieht das eigentlich aus? Also ich habe halt so einen Vortrag gemacht, ja, und falls ihr
was wir gemacht haben. Und gerne ein paar Tipps. Lasst euch, macht es irgendwie so, dass ihr das allen habt. Und wenn man nicht starten mit Helfer, ihr könnt vielleicht bei 50 Stellen und auch bei 20 Followern, das ist dann doch sehr wertig. Ja, ich habe auch mehr Abfälle, wenn man uns Helfer da reingeschrieben. Ja, einfach, ich möchte eine Auskunft haben. Thank you.
willst du da gerade machen? Und dann meinte so, das ist doch eine Pille aufgedrückt. Ja, ja, dann hat wohl der Pille mal aufgedrückt. Ja, das ist doch nicht so. Stimmt. Das ist Sachen, die man gar nicht, an die man gar nicht denken würde. Ja, also es ist halt echt erstaunlich, wie viele Leute sind. Und ich habe hier meine Grafik dabei. Ich habe hier eine Situation in Kategorie aufgeteilt, ja. Aus dem Stein habe ich 6 Stück angefangen, das sind eigentlich viele, viele mehr. Dann bedeutet, ich habe 13 Steine, der Prinzip ein bisschen. Dann bei der Firmenpass sind nochmal 7 und die Kommunikation sind immer 3. Und alles andere halt 15 Stück. Das waren die Sachen, die Bibliothek oder die Universitätswelt oder. Also ich habe nachher auch die Tabelle, also alles, was ich sonst nicht eingeordnet habe. Aber selbst nur bei Geldinstitut hat jemand von euch in die 7 kommen. Ah, okay, noch ein paar Lippen. Also, ich habe mir halt gedacht, naja, also ich habe 2 Konten. Ich habe eines bei der Deutschen Bank, was ich anschließen will, und eines bei der Großbank. Ach, da hatte ich mal ein Konto bei der Postbank, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Okay, da hätte ich gedacht, naja, ich bin ja schon mal dran, dann ist mir eingefallen, naja, aber ich habe ja diesen Bildungskredit, also haben die wahrscheinlich auch meine Daten. Ja, das wäre die gesamte Kreditplus, wo ich halt bei der Apple mit dem Zusammenarbeit habe ich halt ein Konto bei dem, weil ich da 2 Mal halt was gemacht habe. Und dann fällt mir da nicht ein. Ja, genau, das war halt, das hatte ich über die Schufa und dann stand da plötzlich, ja, die Karo Bank und so hat halt ein Konto bei dem Kreditplus. Das ist ja nicht Karo, die gehört. Habe ein bisschen Kurzgeschichte und die Karo, das ist die Ikea Bank. Ich habe also eine Ikea-Firma mit Bezahlkarte, weil das immer mal praktisch gewesen ist. Ja, und das heißt, ohne dass ich das weiß, habe ich bei der Bank ein Konto und habe halt, weil ich halt eine Bezahlkarte habe, obwohl ich dachte, ich bin die Sachen von meinem Konto habe, aber offensichtlich ist es recht schwieriger, deswegen habe ich eine eigene Bank, die mit eigenen aktiven Konten hat und dann halt eigentlich nichts anderes macht, als meine Bestellung abzunehmen und dann an meine eigentliche Bank weiterzuleiten. Ja, genau. Bank natürlich PayPal, das ist ein Italiener, der mit uns heute sich auch mal reinkommt. Ja, und plötzlich sind wir noch nicht mehr als plötzlich alle Karte mein Kopf, mein Leben ist ein bisschen unten. So, die langsam habe ich da auch schon mal die Auswertung gemacht, weil ich jetzt ein paar Karten miteinander geklatscht habe. Und zwar sind die meisten mit ihm, also ihr seht jetzt, die sind plötzlich 51, ja, zumindest bei den Kindern, die ich angeschrieben habe, das waren viele im Ausland, die sind 40 in Jüngern, zum Beispiel Pilton oder Apple oder was da auch noch. eBay, die haben auch alle keinen Sitz in Deutschland, Amazon auch, die haben alle keinen Sitz in Deutschland, keinen Sitz in Deutschland, keinen Sitz in Deutschland, das sind alle Sachen. Ich habe halt versucht, immer den Hintergrund zu schreiben, aber selbst bei Amazon habe ich sogar die Rechtsabteilung in München gefunden, die nach Leitung recherchieren. Und die haben es dann einfach nach Luxemburg weitergeleitet und ich bin keine Altkrankheit nach Luxemburg. Also, so klar sagen, wo man eigentlich ist, kein Geld. Ich kann alles sagen, dass die keine Fernsehsitz in Deutschland in der Welt hat, das ist so, ich habe keinen Fernsehsitz in Deutschland. Wir haben halt eine PR-Abteilung, eine Web-Abteilung, das ist ein Englisch, aber keinen Sitz. So, dann hatte ich halt 31 Mal in Achso, das sind die Antwortarten. Es war 31 haben für Mail geschrieben, mehr als der Brief geschrieben, also auf Papier. Da habe ich dann doch wieder oben in meine Ecke geschickt, weil es wahrscheinlich nicht günstiger ist. Und keiner hat mir die eine Antwort gemeldet und dann die andere nicht mehr auf Papier. Okay. Die Anfragen, die ich geschrieben habe, waren 39 Mal bei dieser Standard-Brief. Ja. Der Generator ist dieser andere Generator, das ist von der Behörde, was ich vorhin gemeint hatte. Formular sind die 2 Formulare, das ist frei, das eine von der Schufa und das andere von der CNG. Teilweise wollen wir auch, wenn man das klar einführt, teilweise wollen wir ja zur Identifizierung, besonders die Behörden auf den Ausweis kopieren, die Schufa auch. Ja, damit sie sich verstanden können, dass das hier das war, was im Land ist. Das ist erlaubt, die dürfen das nachfragen. Die CNG muss man halt loben, einerseits, weil die halt gesagt haben, ja, auf den Ausweis kopieren können sie gerne das schwärzen, was uns nicht richtig geht. Was ich halt wieder positiv fand. Auf der anderen Seite haben sie schon seit 7 Wochen keine Antwort geschickt, was halt sehr negativ ist. Ja, also die machen sich mal gegenüber jemandem auf der Seite. Weil die 2 Formulare, die ihre Reise haben, ein Kamel, ich
Der
extrem gefälscht ist. Das muss ich gleich dazu sagen, weil die E-Mail-Kontakte, die antworten in der Regel nach zwei Tagen, ja, und sie sind nicht wirklich im Durchschnitt runter. Und eine andere Sache, bei den mehreren Stellen, wo ich noch keine Antwort habe, wo wir jetzt schon bei 30, 40, 50 Tagen sind, habe ich auch keine Zahlen eingetragen, deswegen ist der Durchschnitt noch nicht nach oben korrigiert worden. Ja, also, aber ihr seht, dass ich trotzdem schon sehr lange, die 40 Tage kämpfe, mit vielen Einschränkungen. Es gab neun Sondersendungen für mich. Ja, also, ich habe immer für Einschränkungen geschrieben. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, es gab drei Fälle von Einschränkungen. Es fand ich lustig. Ikea hat mir ein paar Einschränkungen geschrieben. Um mir zu sagen, ja, wir haben die Erfahrung, die Erfassung. Okay. Letzte Woche kam von dem Plus, was ich jetzt dreimal nachgehakt habe, weil sie sich so viel Zeit gelassen haben. Dann haben sie sich plötzlich bewegt, haben mir halt einen Brief der Rückschreiben, einen mit dem Rückschreiben einschreiben geschickt. Das passt übrigens auch für den Fall, aber das war eine Geschichte. Aber das, was ich noch viel krasser finde, ist, der Brief ist so passiert. Ja, also das ist, deswegen, ich weiß nicht, ob der Geschichte oder der andere, ich habe halt die Anfrage, also die Nachfrage halt am 1. gestartet und die haben halt einen Brief geschrieben, wo der 25. draufsteht, im Vorhinein. Ich sage mal, hallo? Also, das ist auch ein bisschen frech, ja. Also, nur dass es so nicht so aussieht, als ob es jetzt ein Flugzeug wäre. Das stimmt, das stimmt. Das muss ich mal machen. Ich glaube, das hat das so. Muss ich, also, ja, ich glaube, ich habe es bereits an diesem Sondergang. Baseline hat zum Beispiel hier das benannt seine Adresse draufgeschrieben. Ja, oder VZ Networks hat halt Briefmarkenwender tracken müssen. Die meisten haben halt so eine Maschine, wo halt dann gleich der Name und der Erstellungsschirm und dann die Briefmarke draufkommt. Das war noch so lustig. Also, sehr stolz bin ich natürlich von Partner of Homeland Security. Ja, in diesen Behörden war halt auch so ein Krieg auf dem Foundation of Research. Und das hatte ich damals schon geschickt. Und von Altdorf haben gesagt, ja, wir haben alle auch keine Antwort. Dann kann man erstmal mitschreiben. Sie können es weiterleiten an die Bürgerkontrolle, weil ich ja vor einreise und kriege jetzt mit einer Geheimstunde und so. Und ich habe tatsächlich auch schon von den Customs und so, ja, das sieht man daran, dass es halt keine Markierplatz ist, das ist auch nicht schön, ja. Steht aber nichts wirklich Interessantes drin, nur dass ich gleich so ungefähr von 99 bis 2007 so einmal im Jahr auf einen Krieger geflogen. Deswegen habe ich auch alles, was nach 2001 war, mitgekriegt. Ich bin sogar mal durch den Nachtscanner gelaufen und habe mir gedacht, was das überhaupt ist. Ja, es ist generell irgendwie bei so ein paar Flugdaten von mir drin, also nicht besonders spannend. Wobei ich nicht finde, wie man schon dabei ist und von mir so heiß ist, aber das heißt, also die eine Geschichte ist auch nicht wichtig, weil dann auch so, wenn man keinen Mitbewohner beurteilt, wie Post, wenn eine Postbote gibt, irgendwas, dann kann man auch keine Selbstverständlichkeit natürlich nicht kommen, du hast Post, und so weiter. Und dann so die Zeit, wo ich halt gleich im Brief am Tag bekomme. So, Nico, du hast Post vom BKA. So, ja, yeah, ah, cool. Hat sie geantwortet, Nico, das BKA! Also, der hat mich schon ein bisschen verrückt gemacht. Was ich noch viel, was ich persönlich noch viel lustiger war, der ADAC hat mich nach drei Tagen geantwortet gelernt und gesagt: Ja, dann entschuldigen uns für die Verzögerung. Ich habe nur als Ersten geantwortet. Aber das könnte ein bisschen länger dauern. Ich dachte, okay, gut. Dann kommt noch die Postbote, so mit dem Anleitung, mit dem Anschreiben, mit dem Rückschreiben, mit so einem Papierzettel. Ich habe das Ding halt ein paar Mal durchgeguckt. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Also, das sieht halt so aus wie so eine uralte Postsoftware. Ja, ich benutze halt auch so Minuszeichen und Plus auf die Tabelle zu formatieren. Ja, und da steht halt 48 Seiten an irgendeinem Zeug. Ja, es steht sogar, es steht Datenfeldbezeichnung, das hat eine Bedeutung. Also, eigentlich sollte man sagen, eigentlich sollte es gar nicht so schwer sein. Aber ich weiß auch, das nicht, was das alles ist. Ja, ich habe es gerade gemacht. Also, ich habe mir nicht wirklich die Zeit genommen.
Also es kam mir so vor, als ob für jeden Monat, wo ich Kunde war, die halt so eine kleine Zeug produziert haben, dass ich meine Gebühren gezahlt habe und die einmal jährlich zahle. Ich dachte vielleicht, ich habe ja ein paar Mal das in Anspruch genommen, dass ich mich halt abhole und meine Batterie aufgefallen. Vielleicht steht ja da der ganze Scheiß zu meinem Auto. Wenn ihr also alle Angaben stehen auf einem Zettel, wäre man auch nach 6 Monaten gelöscht. Aber gut, es war halt jemand, der seine Arbeit ernst gemacht hat. Deswegen halt auch wahrscheinlich die Mail, von dem ich jetzt schon etwas länger dauern. Wahrscheinlich haben wir dann auch die so 486er gekauft. Von diesen Datenausdrucken und den Datendrucker irgendwie. Also, das ist halt schon sehr lustig. Gut, was gab es noch hier? Bei 20 Stellen habe ich einen Arzt gehabt. Dann größtenteils war es halt so, ja, ich hätte gerne meine Daten. Also ein paar Leute haben sich besonders einfach gemacht. Zum Beispiel Tim. Die haben nur die Waren, die sie bei uns eingegeben haben. Ja, okay, also die Unique-ID von der Datenbank, wo mein persönlicher Name direkt neben dran steht, das hat mich nicht eingegeben. Also das ist eine Kleinigkeit, aber das ist einfach eine falsche Antwort. Viele haben halt auch gesagt, ja, dass man sie meinen guten Namen hat. Ja, ich muss hier die Daten abspezifizieren, hat die Kanzlerin geschrieben. Also ich möchte alle meine persönlichen Daten und die. Das habe ich ja vorhin erwähnt. Was auch viele gemacht haben, auch Banken, also nicht nur kleine Stellen, KfW, auch die Kreditbüsse, das war ich gemacht, im Gegensatz zu der Deutschen Bank, das ist auch noch bei der Deutschen Bank, haben halt geschrieben, ja, wir haben ihre Adresse, wir haben ihren Namen, wir haben ihre Kontonummer gespeichert. Jetzt sage ich eben genau das, ja toll, dann kann ich es ja nicht korrigieren. Dass man also ungefähr gut zu wissen, dass ihr das habt, aber was steht denn da drin? Ja, also ich will es ja korrigieren können. Und genau in so einer Situation habe ich dann nachgehört und dann kann ich sich dann erstmal an die Leiter zukommen lassen. Ich habe dann auch da reingeschrieben, natürlich bin ich nicht gesetzt, wenn mir das Bankengeheimnis gebrochen wird oder dies und jenes. Ich kann es ja verstehen, dass die halt ein bisschen mehr auf wieder sind zu machen, aber mein Name habe ich gerade schon in den Schreiben, also mindestens den Namen kann ich nicht zurückschreiben. 14 Stellen haben Follower beantwortet und habe 21 Briefe produziert. Teilweise weiß man eigentlich nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe und dann kam es so, ja, Entschuldigung, wir können noch 14 Seiten. Ich bin spät dafür, aber gut. Wenn ich Mail von habe, ist halt deutlich schneller. Ich gehe mal davon aus, weil es halt dann schon jemand haben, der für zuständig ist. Beziehungsweise auch, ich habe halt viele Follower auch per E-Mail gemacht, die sind ja auch nicht für Menschen, die ich vorhin hatte. Ich habe einfach keine Antwort. Bei 18 Stellen war ich noch, also ich habe in meiner großen Tabelle halt immer gefragt, war ich noch auf was? Ja. Und wie gesagt, der erste hat mir halt geschrieben, ja, wir leiten ihre Abfrage an den Arbeiter und dann kann ich Stelle weiter. Das heißt, von mir kommen plötzlich 2 Briefe, der eine haben geantwortet, die andere noch nicht. Ja, also ich war einfach auf einiges. 8 braucht eine Ausweiskopie. Also das BKA braucht auf jeden Fall eine Ausweiskopie. Und einer von denen braucht eine beglaubigte oder polizeilich bestätigte Ausweiskopie. Das Problem ist halt, eine beglaubigte Ausweiskopie kostet halt irgendwie 12 Euro bei Mailgar. Wenn ich halt einfach für mich zur Polizei schicken soll, die haben gesagt, das ist mein Original, das ist meine Kopie, bitte bestätigen Sie das. Ganz verständlich, was ich wollte. Ich habe selbst ein von BKA gezeigt, oder 2010. Üblicherweise ist es so, dass wenn wir eine Ausweiskopie brauchen, heißt das, dann gibt es halt was. Also meistens kommt eine Anfrage, gucken wir es dann einmal durch und um sicherzustellen, ob sie werden es dann wollen, dann noch eine Ausweiskopie sehen. Aber es ist bei den Polizeistellen oft so, dass auch wenn es keine Auskunft gibt, also wenn es eine negative Auskunft ist, also wir haben keine Daten bei Ihnen, das bei denen der Fall war, dann sich trotzdem. Was ich sehr lustig fand, ist auch Briefen. Und zwar, ich habe den diesen Zettel geschrieben. Dann kam erstmal eine E-Mail an meine Paypal-Adresse. Also nicht an die Adresse, ich habe den Facebook-Adresse, die Kapitelle ist natürlich nicht meine Paypal-Adresse. Dann kam halt eine E-Mail an meine Paypal-Adresse. Da musst du jetzt so erstmal so einen Cross-Check überhaupt nicht tun. Ich glaube, da muss ein sehr kleiner Mist sein, als so eine Identität.
Haben, wie zum Beispiel, ja, ich möchte die Daten nachvollziehen oder gibt sie das überhaupt oder so. Wie habe ich es falsch verstanden, habe ich das falsch verstanden? Die meisten Missverständnisse waren so, ach ja, die Welt ist wie gelöscht und ihre Daten gleich vorher. Das wäre nicht schlimm, also nett, aber unnötig. Wer sagen wir, dürfte raten, wer es am falschesten verstanden hat? Die Kinder kommen. Ich schreibe also, Ich weiß, okay, entweder das bringt mich zu mir oder ja, die anderen Kollegen.
seit 2000 von über 50 Jahren. Also ich tue das nicht, weil das ist gut. Wir sind allerdings auch noch bei 60 Wochen, also kann ja noch viel. So, was macht man denn? Was macht man jetzt, wenn man nicht zufrieden ist? Ja, jetzt war man mit dem nicht zu beschweren. Jetzt gibt eine Aussicht. Das ist, da wird mir lange Datenschutz gesagt, ein Gehörsamer, das wir jetzt nicht speziell für den Kontinent, also ganz oben ist der Bundesdauer gefragt, dass du den Datenschutz und den Informationsfreiheit, das ist dieses Spiel. Das angesiedelte Bundesministerium ist immer der zuständig für das Ministerium und Telekommunikationsdienstleister zu verwenden. Also sprich, die Telekom ist von einem Kapitel, ist halt auch eben diese Sache mit der Vorratsdatenspeicherung. Deswegen ist der zuständig und nicht mehr das Land, wo eigentlich der Fernsehsitz hat. Und dasselbe der Postdienstleister. Weil halt auch Postdienstleister nach Grundgesetz halt sehr wichtig sind für den Menschen, das heißt Briefwahl oder sowas. Im Land gibt es halt den Landesdatenschutz, den Landesdauerplan für den Datenschutz. In Baden-Württemberg ist er nicht für die Informationsfreiheit zuständig, das ist ein bisschen anders. Er ist zuständig, die Person ist zuständig für die öffentliche Stelle im Land. Und wie gesagt, Kirche und das wir drei haben, wir haben jetzt unsere Sonderaufsicht. Und für die nicht öffentlichen Stellen im Land, wir sind die Ressource der Länder zuständig. Ja, ich glaube, also das halt diese Struktur ist ein bisschen anders in anderen Bundesländern, also das ist jetzt speziell für Baden-Württemberg. Ich habe auch, weil ich halt für diesen Vorteil auch mal ein Tempo machen wollte, dann irgendwann gesagt, Kinder, die so fünf Stellen, wo ich auch explizit noch was haben wollte, die sich gar nicht gemeldet haben, dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich melde dich gleich, dann habe ich mir gedacht, naja, das ist vielleicht nicht so viel, das ist ja mal gesehen, hat das geguckt, wenn die auf der Webseite Datenschutzbeauftragten haben, den dann schreiben kann, der E-Mail, weil ich habe ja alles per Post geschickt, dann schreibe ich ihn erstmal an. Und mit Plus hat sich daraufhin auch sofort gemeldet, das war ja die Geschichte. Und die anderen, die halt keinen Datenschutzbeauftragten haben, haben sich halt gemeldet und gesagt, hey, ich habe dir die Anfrage geschickt, die haben sie nach den Vorhaben nicht gemeldet, was wäre dann ein weiteres Vorgehen? Daraufhin kam eine Eingangsbestätigung, weil das ist bei den beiden Sachen auch möglich. Ja, seitdem war ich halt eine Woche auf Antwort von mir. Das ist ganz lustig, weil es gibt tatsächlich so ein paar Stellen, die sich im Datenschutzbeauftragten haben. Die gibt es auch, die gibt es für die Telekoms und so. Die Plus hat so ein Datenschutzbeauftragten, die hat sogar einmal ein Notruftelefon, die auch für Datenschutz missbraucht, für Datenschutz und Datenschutz. Auf der anderen Seite waren halt die halt 6 Wochen gebraucht haben, um in Antwort zu gehen. Also wieder positiv und negativ gehen haben können. Ja gut, ist halt leider noch nichts gekommen. Ich habe gehofft, dass sie mir sagen, ja, warten Sie noch mit mir. Also im einen haben sie gesagt, ja, erinnern Sie sich doch. Und dabei werden sie gesagt, ja, aber hallo, das Gesetz sagt keiner, weil das finde ich, der Fall sei nicht im Kraft. Das war ja nicht ein Problem. Ich hoffe, dass das wohl gewesen sei. Hat man jemand, also viele Stunden auf der Presse, schon vor 4 Jahren. Der hat aber auch nur 10 oder 12 Stellen geschrieben. Nur 10 oder 12 Stellen geschrieben. Und dann hat halt die Aufsichtsbehörde gesagt, ja, haben Sie doch Geduld und erinnern Sie sich vielleicht an jemanden. Und dann meinte, hallo, du bist doch wieder auf Tour, dann weiß ich, das ist ein Geschäft schreiben und klar schreiben und die müssen halt alles tun. Ich gesagt, das haben auch ein paar geschrieben, ja, die brauchen etwas länger, das ist ja in Ordnung, wir haben so lange Zeit nicht gestehen. Dass ich halt gar nichts tue, das ist falsch. So die Stufe der Entwicklung von diesem Vortrag zum Beispiel war das mal so angefangen, wer hat eigentlich die Daten? Ja, das war immer so eine Erkenntnis für den Blick. Ich bin auch nicht nur mehr gefragt, erstmal wer hat welche Daten? Dann war ich aber so, wer hat welche überhaupt Daten? Ja, dann habe ich halt die ersten Antworten bekommen, ich habe jetzt gestern mit 9% gesagt, das ist nicht vergleichbar. Dann habe ich mir gesagt, na gut, und ich schaue mich halt mal nach ein bisschen runter, wer kann ich vorher denn überhaupt vernünftig so ein Team schicken, halt, was die Verwaltung kommentieren. Dann, ja, und dann war halt dieses ganze, wo kann ich diese Probleme melden, halt, das noch halt dazu gedacht. Und dann so auf das Skills, wie ich halt mitgelernt habe, dass die
Ich habe dann ja angefangen, diese Tabelle zu machen, mit allen möglichen Informationen. Und dann habe ich halt dann ein bisschen umgespielt, dass von Deutschland gut geht. Und ich hoffe, es gibt keine Teilkreise, das fehlt mir. Und weiß nicht, ich hoffe, dass jemand probiert, das wäre dann aber lesen kann. Von Google ist halt niemand an. Also ich habe Freunde, die arbeiten halt bei einem Spiel zu machen, also genau wie ich halt. Und ich habe einen Freund von mir, der bei Google reicht, für Google ist, also der ist zuständig, dass Google zu kommen. Meine Frage ist die, ich habe eine Mail, die ich jetzt bei Stunden, haben Sie noch nicht zurückgemeldet, gemeldet auf ein Vertrag mit mir. Ich gehe jetzt ja weiter an die Klinik, beziehungsweise ich habe eine Pommage, ich habe beides, aber ich habe eine Pommage mit der Adresse. Aber die kommen nicht an, die sind interessant mit der Adresse. Also ich habe bei Stunden, die haben Sie noch nicht zurückgemeldet, die haben ja meine Vertragsdaten. Die geben das wahrscheinlich an irgendwie weiter, und ich dachte so, Weltzeit, wo man sich halt um die Verwaltung von Mittagesteller.com, das war ja nicht ein Server, das Weltzeit ist nichts von den Tiefvögeln, die von der Schweiz bleiben können. Okay, dann hat man aber, also, dann hat man mir erklärt, ja, ich habe hier und da und draußen, und vielleicht die Firma, und ich hatte ja gerne gerade, und bla bla bla. Habe ich gedacht, okay, ich stelle die Frage anders. Wenn ich Google jetzt Mittagesteller.com eingebe, dann stehen da ja meine Daten. Die Datenbank ist diese Datenbank. Würde die Hand sein. Wenn man selbst eine hat, ist der Gesang gewissen von uns. Also, meine Analyse, wenn jemand erklärt, ja, das cool ist, wo die ja mit zentralisiert und von unserem Platz ja sowieso hat, wo er zuständig ist. Und wem kann ich sagen, zu wissen, was hat diese Daten? Das war halt ein Gefühl, eine Adresse hat. Also, ich würde nicht mehr, also wenn jemand meint, sich damit auszukennen, würde ich dir mit sprechen, wenn das sagen, weil also, ich habe eigentlich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß nur, dass Schlund die Verwaltung ist und die hat sich nicht mehr angemeldet. Zeige ich mir das ja an, wenn ich sie kenne. Aber ja, dazu sind halt, ich weiß, dass meine Daten an jemand anders verfolgt, aber ich weiß nicht mehr, dass ich von den Beschreibungen. Dann muss ja dann noch viel mehr Leute, die Daten von mir haben und ich nicht mal weiß. Ja, also, macht mir schon ein bisschen Angst. Anekdoten, das Lustige habe ich zu erzählen, aber einiges habe ich schon eingeworfen, wenn ich mit den Beinen hinbekomme. Zum Beispiel, meine Freundin hat lange Zeit auf Karriere gemacht und lange Zeit in der Stadt gewohnt und sie hatte hier gerade Zeit und sagte dann hier. Und bis die das halt nicht hingekriegt haben, Person heißt, die Zeitung bekommen und wie die Person heißt, die haben die Briefkasten geschickt. Das ist eine andere Geschichte. Aber zum Beispiel haben die Daten genommen und wir merken nach § 34 des Datenschutzgesetzes mehr, das ausgibt zu können. Das ist also eine komplizierte Sache. Keine Ahnung. Vorsatzbeschränkungen habe ich erwähnt, das ist natürlich auch nicht keine Ahnung, das ist mir das auch. KIT, also meine Uni, ich habe der Datenbibliothek was geschickt und gedacht, hey, ich habe ja auch einen Account bei der Uni. Und ja, da schreibe ich die mal an und dann habe ich halt bei meinem Adresse schon mal was gefunden. Ja, die Bibliothek gibt es ja nicht auch sehr schön, das wäre ein Teil der Uni. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann wollte ich da sowieso schreiben. Das wäre eine Frage, eigentlich müsste ich hier jetzt die Daten von dem Studienbüro haben und die Daten von der Uni zu haben. Müssen wir ja intern zusammenfügen. Das wird sicher keine leichte Aufgabe. Später ist mir angefangen, ich habe ja auch mein Krankenhäuschenzentrum gemeldet. Das heißt, wir machen komplizierter. Und, naja, das Lustige ist, ich kenne sogar die Leute, die Datenbank verwalten. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinen Namen eingetragen und so. Ah, Nico, da kommt meine Finger dran. Ich verstehe halt nur meinen Namen und meine ID drin, so eine kodierte ID. Meinst du, warum hast du dazu gesprochen? Ja, der verwaltet die Daten. Aber du dürftest das nicht abgeben. Du legst das nicht. Okay. Ja, aber da bin ich halt echt gespannt. Ich finde es auch schade, dass wir das zurückgemeldet haben.
Vielleicht kann man da ganz weit gestartet beurteilt werden müssen, machen Sie sich überhaupt Gefühle, diese anderen Stellen zu fallen. So wenig ich halt beim Studentenwerk, habe ich eine Rede geschrieben, habe ich einen Brief geschrieben, was ich halt von dieser Art Rede halt in diesem Kern. Das haben Sie halt ganz dezent ganz von BaFin an weitergeleitet, von dem ich auch Daten bekommen habe, aber das andere ist für mich mit Kapital und Mut. Da habe ich halt an die Qualität im Landschaftsbeauftragten angeschrieben. Mit denen ich jetzt schon viele Mails gewechselt habe und dann merke ich auch aufmerksam darauf, dass wir alles dann geschützt sind. Jetzt also die kurze Sicht: Ich habe noch keine Daten, wenn es da alles zu kümmern und wo mein eigentliches Schreiben, was ich bereits eingeschickt habe, gelandet ist, weiß niemand. Das ist definitiv nicht beim Datenschutzbeauftragten gelandet. Ich habe mir also mal gedacht, naja, wenn ich nicht explizit die Entlassung des Datenschutzbeauftragten ist, dann werden das wohl schon mal nicht geschützt haben. Aber offensichtlich hat es noch 5, 6 Wochen lang. Also, bekannt war man mir die Wichtigkeit der Politikerin, hat sich schon ein bisschen gesagt, er hat also ab 1. Januar 2010 gibt es den Reklamationsplan. So, jetzt hat er am 15. Januar dieses Jahres seinen Job aufgenommen, den Krieg aufgenommen und eine neue Stelle. Deswegen glaubt hat er, also natürlich nur 14 Tage, aber er hat dann entsprechend das Gesetz, das heißt, einen Brief zugeschickt bekommen, was das dann so zu einer Transaktion stattgefunden hat. Dann hat sie mal den Brief angeguckt und gemäßigte Daten gebunden sein. Zum Beispiel steht da jetzt drin, also er hat gekündigt zum 15.01. In der Meldeleitung steht drin, ja, er wurde gekündigt. Das ist halt schon, also gesagt, schlicht. Nur eine Kleinigkeit, die Ausnahmeskreis oder das Geschlecht ist am Stiller drin. Also das, was der Arbeitgeber dann in der Arbeitgeber in dem steht drin, wo das gekündigt ist, ist schon ein bisschen was anderes als ich nicht habe gekündigt. Vanilla hat mir aber, ja, ich habe ja gesagt, Vanilla hat mir geantwortet. Da steht aber was ganz Wichtiges drin. Ich habe mich einmal informiert, warum das so ist. Und zwar scheint es so zu sein, dass ja die beiden bei der DNA Frau sind, dass sie sich gerade mal die verschlüsseln. Ja, und die sämtliche Unternehmer kann halt so Schlüssel beantragen, weil die Abfrage zu starten, so so public key-mäßig, damit also dann jeder weiß, klar hat er zugegriffen und wer nicht. Macht ja auch irgendwo Sinn. Jetzt ist das große Problem von diesem System, dass die DNA Frau selbst diese Datenbank verwaltet. Soll ja keine Stücke kriegen, damit man nicht sagen kann, die haben es selber gemacht. Ja, macht ja auch nur Sinn. Aber die DRV verwaltet die Datenbank, müsste also an so eine Selbstauskunft beantworten, kann es aber nicht, weil ich keinen Schlüssel habe. Und jetzt sind wir halt dabei, gerade jetzt sich ein System auszudenken, wie irgendwie, wie sie das machen können, dass wir, also müsste ja irgendwie jemand extern den Schlüssel kriegen, der sich dann auf die Daten irgendwie abfragen, die Anfragen dann einbaut. Es ist einfach nur nicht so einfach, aber halt in diesem Kurs ist halt erst am Januar 2012 die nächste Dienstdaten drin. Jetzt überlege ich also, der Heiko wollte es korrigieren. Also, der weiß jetzt, wo da es steht, was Falsches drin ist oder was ziemlich wesentlich falsch ist. Er kann es nicht ändern. Ja, aber er kann ja diese Anfrage starten und sagen, ja, aber da steht was Falsches drin. Deswegen hat er kein Recht, das zu ändern. Und das heißt, wenn Sie mich jetzt in den Monat oder so in die ganzen Probleme lösen sollten, muss halt dass wir in 2012 warten, bis da halt eine Aufgabe stellen kann, dass wir die Richtung beantworten können. Also die zwei Punkte, gerade lächerlich zu sein. Von Arbeitgeber? Ah, super. Also weil die Daten wieder geklärt werden, die Reise sowieso nicht finden, weil das sollen jetzt Sachen, die Tage, die jemand gestreikt hat, haben. Also kann sich ja die Gewerkschaft eigentlich in der Richtung und sagt halt an, hallo.
Zeit auch viel in den Leben durchgedrungen worden. Also ich habe dann so die Erfahrung gemacht, Firmen, die irgendwann mal einen Datenschutzskandal, das kann nicht, also aus der Ecke kommen, alle, die mal so einen Datenskandal hatten, die haben die ersten Lösungen gemacht. VZ, Networks, StudiVZ und so, die haben halt sofort geantwortet, wollten als Identitätskontrolle halten, dass ich die Jugendzeit von meinem Account, mein Mail-Account von dem Sammelmeld bin. Ich habe gedacht, das kann ich auch geben. Aber wir haben ja halt so einen Auszug geschickt. Bei Mail hat es auch krass, da stand ja irgendwie so zu meiner Datenbank halt drin und sogar eine zweite, wenn ich dann halt natürlich anders war, das alte System, ja, als wir das irgendwie welchen Bild geben. Ich bin halt auch ziemlich schnell reagiert, also alle da muss halt so, wo man dann ihre Mail-Account kennt, ich jetzt irgendwie will. Vielleicht ist es ja auch ein Bekanntschaftsprogramm dafür, dass vielleicht der Datenschutzbeauftragte sein ist. Das alles machen ja auch irgendwie jede zwei Jahre so ein Bericht. Deswegen, ich hoffe, dass ich dann die Ziele, wenn ich halt mal eine Beschwerde geschickt habe, dass das vielleicht dann irgendwann mal dazu beiträgt, dass halt die Firmen sich mal ein bisschen besser tun können. Wir sind eigentlich schon am Ende. Das ist schon mal raus. Ein paar Quellen sind natürlich Wikipedia, das sind die letzte Welt. Also prävalent ist dieser Typ, die informationelle Selbststellung, das ist dieser Typ, der halt vor 2006, 2007 rum diese 12 Anfragen geschickt hat, von dem es dann noch viele, also es war echt hilfreich, da gab es wirklich viele Ideen, die kommen, von wie schreibe ich diese Firma an, also das ist keine Meinung zu stellen. Ja, ich nutze den hier für so eine selbstgefütterte Inhalte. Ja, die offizielle Datenschutzwebseite, die wir von der Polizei ist ein Informationssystem Interpol. Einmal ist es für das Standardinformationssystem und einmal für die Bestimmung des Polizeivertrags und diese vier Anfrage für Europol, weil die dafür zuständig sind. Falls Sie mir auch beantworten, wie Sie mir geschrieben haben, ja, quasi bei der SDU, beim Polizeivertrag und dann, was genau wir wollen, ist eine Polizei ist bestimmt die Kopie. Vom Ausfall, und dann haben sie gesagt, ja, und da sind sie überhaupt nicht drin, also im SES sind sie nicht drin, im Interpol sind sie nicht drin, und im Europol-Anfragen haben wir weitergeleitet. Und dann kam halt hier die Antwort, ja, aber im Europol-Anfragen-System sind sie nicht drin. Bei dieser Unterhilfe ist tatsächlich auch der Fall der Verfassungsschutz. Und die raten allerdings, und sie haben das schon. Das ist per Gesetz, da haben wir ja gesehen, also es ist gesetzlich nicht wirklich erlaubt eigentlich, aber es wird halt auch nicht geprüft worden vom Gericht. Das heißt, sie sagen, nee, lasst die Leute Fehler machen, wenn ihr es machen wollt, gerne. Aber die Erfahrung scheint zu sein,
wenn man eine anfragt und man dann ganz beschreibt, warum man das wissen will, ist man dann plötzlich ja dann eine Akte hat, weil ja diese offene Anfrage nicht beantwortet ist. Plötzlich hat man ja noch nicht mehr abgedruckt, was man schützen muss. Ist so das Idealste. Ja, das ist bei uns mit beiden Fragen erwartet. Ich habe dann erst später herausgefunden, es gibt so ein paar Webseiten, die heißt tatsächlich so zum Freiheitlichen, dass man die Bilder verändert. Dann die Daten einfach wegschicken, so es gibt 20, 25 Auskunftsteilen, die in Deutschland mit 17 Programmen arbeiten. Was ich halt aus Versehen gemacht hatte, ich habe halt irgendwie von Kreditgeforderungen von Menschen verplant, ich bin nicht sitzen in Neuss, wir sind dann zurück zur Straße 11. Und dann gibt es eine reine deutsche Kreditgeforderungsgruppe, die sitzen in Neuss, Straßensumme so von Hausnummer 12. Das ist wohl irgendwie das eine Gebäude, das heißt die Verwaltung von allen Auskunftsteilen und gegenüber ist das Gebäude und sei die eine Auskunftsteil. Aber wie gesagt, das ist so wie an der Erwartung, die Kriege sind einfach 18 verschiedene Firmen und deswegen wie gesagt. Ja, also das ist dann das Nächste. Aber ja, die Kriege sind dann die Auswirkungen und da haben wir auch ein Formular, so habe ich den eigentlich drei Schreiben geschrieben. Die zwei direkten Schreiben habe ich jetzt beantwortet. Und ein Online-Formular, das man auch ausdrucken soll und auswählen, da habe ich gleich auch selbst jetzt noch gemacht. Also, ja. Ja, das ist halt so, das ist tatsächlich ein bisschen fraglich. Das war halt eben diese Sache mit dem Ausweis. Ja, also bei der Schufa ist mein allererster Antrag von der Schufa. Da soll man ja eine Ausweiskopie machen und zuschicken. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das hat mich jetzt ganz weit. Das ist auch mal ein Körper, wo es so meine Augen fallen werden. Also, deswegen, bei CD sollte man das ja schwer ziehen. Wenn Sie die Datenspeicher durch, dann können Sie eine Anfrage starten, die zweite Anfrage starten. Und dann müssen Sie mir den Zweck nennen. Und wenn Sie keinen Chatbot so haben, dann kann ich so eine Verkettung in der Anregion kommen, um meine Daten zu haben, aber trotzdem. So nach dem Motto. Wenn jetzt die Schufa oder wer auch immer mal eine Kopie von meinem Ausweis die Information halt behalten wollen, dass ich rechtzeitig groß bin oder was auch immer, kann ich halt erstmal nicht wirklich ändern. Denn ich kann ja auch ehrlich gesagt, das war ein kleiner Problem. Es gibt halt, es ist halt echt ein Problem. Deswegen habe ich eigentlich ein Disclaimer und bin ich der hoffentlich jedes von denen, die Sandfrage gibt. Was ich halt lustig fand, war zum Beispiel beim IKEA, habe ich zum Beispiel gedacht, dass sie halt ewig viel Infos über Sachen haben. Bei meiner Einkäufespeise haben sie wohl nicht, die haben nur meine Adresse als Bewerbung schicken und keine Information, was ich mir bezahlt habe. Du meinst, es ist da einschreiben, es gibt keine Sinn, dass ich da was interessant ist dabei. Es ist auch eine gute Anruferregelung, die mir sagt, in den Kopf gebracht ist. Bei Amazon, da weiß ich ja, dass die das machen. Also ich weiß ja, dass die anhand meiner vorigen Einkäufe meine Vorschläge machen. Ja, das war ja auch eine Zeit, die sehr stark diskutiert und so. Jetzt habe ich da eine Anfrage geschrieben und die haben halt zurückgeschrieben, wir haben halt ihr Name, Adresse, sämtlich, also irgendwie so zwei Seiten lang vorige Adresse. Das weiß ich aber auch noch, weil die Online-Kampf dann ein bisschen. Alten Adressen auf 10 Jahre lang dran. Aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen. Deswegen habe ich da irgendwie sämtliche, aber jedes Mal, wenn ich ein Geschenk gemacht habe, war das ja meine Einschrift und deswegen habe ich es gespeichert und so. Und dann haben sie halt, wenn ich der Amazon regelmäßig einkomme, in 6 Seiten lang Rechnungsnummer, also Bestellungsnummer. Rechnungsnummer irgendwie so einfach so mit so einem Gesetzungsgrund. Aber explizit, also da explizit nicht, was ich gekauft habe. Habe ich das auch ein paar meinen Leuten erzählt und die meinte, da ist es aber sicher, weil ich habe ja offensichtlich die Möglichkeit, meinen Namen, also wenn ich online gehe, mit meinen Einkäufen zu verknüpfen und die entsprechend dann halt irgendwas zu machen, in dem Fall halt ähnliche Produkte anbieten. Ich denke mir, ja, das stimmt, das ist eine Frechheit, es wäre halt natürlich viel besser, wenn es besser ist, wenn die es ja benutzen und offensichtlich ja haben, dass wir eine eigene Rüstung nehmen. Jetzt denke ich mir aber,
eigentlich alles drin, im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen. Und zum Zweiten braucht es auch etwas, das ist aus der Perspektive verstehen. Ich gehe davon aus, dass die halt eine so Datenbank haben. Das heißt, wenn du nicht mehr einen Check-up machen möchtest, dann hast du mal dann die meine Adressen reinkriegen und ich halt dafür an, dass ich das von meinem Einkäufen. Und dann haben sie wahrscheinlich noch andere Datenbank, die halt woanders stehen, das heißt, zu einkaufen mit dem Reichen XY, stehen halt die Produkte oder die Marken oder was auch immer. So, jetzt wissen wir natürlich nur, dass die, wenn ich auf der Webseite gehe, intern eine Verknüpfung aufbauen zwischen der Datenbankzeile mit den anderen Zeilen von der anderen Plattform. Aber die können erstmal nicht meinen Namen oder die können nicht direkt meinen Namen mit den Produkten verknüpfen. Ja, aber dann passiert ja, also ich denke nicht, dass es funktioniert, dass wir halt intern erst dann in dem Moment die Verbindung zwischen unseren Datenbank aufbauen, weil ich jetzt angefragt habe und dann zeitgemäß sein. Also, ja, es wäre eigentlich nicht perfekt, es ist nicht ideal, das ist zwar vielleicht ein bisschen scheiße. Auf der anderen Seite, viele andere Leistungen sind noch viel falscher, deswegen ist es für mich auch immer so abgehakt und positiv. Ich glaube, viele Leute haben das erstmal dahin. Zu der Rechnung zu machen, nicht zu meinem Namen. Sicher, sicher. Also, ich stand halt nicht ehrlich bin. Hinter mir? Also, persönliche Daten ist, glaube ich, halt eher schon so Richtung. Also, persönliche Daten ist das, was auf einem Perso steht. Das ist zum einen. Zum anderen, die Auskunft, die ich starte, die sollen ja alle mit mir verbundenen Daten, weil mit mir direkt verbundenen Daten. Genau. Da greift aber ja das Bankgeheimnisgesetz. Ich habe mir, die Deutsche Bank hat mir das neulich geschrieben, von mir gehört, dass das okay ist. Außerdem haben wir halt hier nach vor den Daten, die wir nicht weitergeben können, weil er das dann sagen kann, das Bankenschutz. Also es ist halt bei den Sozialdaten so nicht. Also wenn ich ganz kurz die Frage verstehen kann, die Krankenkasse hat gesagt, ja, wir haben die Daten, aber die noch viel persönlichere Daten, die können wir nicht per Post schicken, die können aber gerne vorbeikommen und zuschreiben. Weil sich halt mit das Angebot hat. Als ich das Interesse hatte, war er das Haus, der einfach mit der Bedanke gearbeitet hat, das ist mein zuständig, die sind in Stuttgart. Da habe ich halt auch Anfrage geschickt und ein paar Mal zurück. Nur wir verschicken kann ich natürlich keinen Belag aus. Und halt so eine Kritik von Bank oder Bank, ich glaube, hallo, habe ich dann zum Brief zurückgeschickt und gesagt, ja, ich finde es ja gut, dass ihr euch über das Bundesbankenschutzgesetz hierbei weggesetzt. Daraufhin kam so, ja, dass sie können sie ja bei uns einsehen. Und ich meine, ja, okay, dann sind wir ein Topfchen bis nach Stuttgart, wo wir sitzen, und die kann man kein Eindruck. Ja, das ist das mal. Die GEZ habe ich explizit nicht angeschrieben, weil ich die GEZ hasse. Allerdings weiß ich halt von ein paar Online-Foren, dass die angeblich schnell und korrekt antworten. Also bei der GEZ war das nicht so einfach, um einen Schuss gegeben ins Internet zu haben. Aber das ist ein anderer Vorteil. Also vielleicht nächstes Jahr. Ja, weil ich halt
der anderen Seite ist dann eigentlich ja nur eine Arbeitnehmer, der IKEA in Deutschland kauft, also mit 250 weniger. Das ist leider nicht da, also das haben wir eigentlich, wenn ich es mir nicht vorstelle, dass wir ein bisschen länger überlegen, aber eigentlich heißt es da auch richtig, da haben zum Beispiel Telefonhandel oder die Apple oder Telefon, Telefon weiß ich ja nicht. Aber ich will eigentlich zum Beispiel einen Datenbetrieb, wo ich davon ausgehe, dass der Datenbank hat, das ist ein Grund schon steht. Dann heißt es, wir sind eigentlich, das sage ich auch, wie man das erzählt, dann Schüler. Ja, von wegen multinationalen Konzernen. Vielleicht war es immer beschaffen, bin ich von Schüler. Ja, und dann schreiben sie mir zu, wenn ich mit der Auskunft bin. Schreibt mir viel an zurück. Nein, wir haben diese Daten nicht. Diese Daten haben die Filiale in Karlsruhe. Ich meine, das ist das beste Sterbezeichen. Woher wissen Sie denn, dass Sie also wenn mein Name so eingegeben hat, woher wissen Sie, wie Karlsruhe ist? Da habe ich dann weiter, bla bla bla, entsprechend können wir die Daten nicht löschen, wir können sie einfach sperren, das machen wir nicht. Und ich dachte, mein Gott, keine Daten, das war das in Karlsruhe. Du kannst sie nicht löschen, die Daten, die es nicht gibt, aber du kannst die Daten, die es nicht gibt, oder die du kannst, oder fast, weil du sie auch löschen kannst, zu sperren. Habe ich gemeint, also irgendwas müsst ihr mir erklären. Und dann halt bin ich wieder zurück und meinte so, ja, das mit Karlsruhe war ja nur gesagt. Und dann hat sie gesagt, jetzt meinte so, ja, das wäre ja nur gesagt gewesen, weil ich ja in Karlsruhe wohnhaft bin. Und wir hätten dann auch bei der Filiale Karlsruhe angefragt und tatsächlich hätten die dann vor Ort geladen wird. Und das schon geht nicht ins Kaufmännchen durch, nur mit Sperrung und keine Ahnung, was du da für Dinge gelernt hast. Da habe ich mir halt gedacht, naja, okay. Ich bin auch noch Sachen zu tun, ja, und die Dame, wir haben halt ihre Adresse und ihren Namen, und dann kam er so ein bisschen raus, das war jetzt doch mal die Adresse, und das wird die Dame in 2 Tagen dann auch noch was gefunden. Also, was ich ja eigentlich ziemlich cool finde, weil ich habe meine erste Brille eigentlich nach 3 Tagen verloren, die haben mir die gleiche Brille nochmal geschenkt für die 3 Euro Versicherung, die ich auch nicht mehr machen kann. Die haben sich eigentlich immer mit Karten oder so eingekackt, wenn ich die Dinge nicht mehr weiß oder nicht. Aber das wird dann einfach mal so eine Entwicklung. Ja, okay, dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann schreibe ich das mal und schreibe mal die Filiale Karlsruhe. 3 Tage später kommt halt nochmal eine Antwort, also gleich als sie gesagt haben, in Karlsruhe und hat die Daten wegbekommen. Ich habe gleich einen Brief auch mit Karlsruhe hin. Dann hatten sie wieder angegriffen und dann ist das andere passiert. Plötzlich kommt halt nochmal ein Brief von Schienmann in Hamburg, wo ihr in Dürren sitzt. Ja, die Filiale in Karlsruhe hat ihre Auslösungsanfrage an die Hauptzentrale in Hamburg geschickt. Und ja, aber wir haben hier in ihrer Anfrage von sich jetzt von den Stunden in den Schreiben und Kreisabend. Ja, also das ist, ich frage halt den großen Chef und sage, nee, ich muss den kleinen fragen, das kannst du mit kleinen und kleinen fragen, ich frage den großen Wald. Also da habe ich dann ein bisschen vorgekommen. Ja, also das war so das Kriterium, wenn Sie mal Daten geschrieben haben, ob es Metadaten waren, ob es nur Datenexport waren oder einfach, wie gesagt, diese Leidenschaft, wenn einfach mal die Zettel, die wir hatten, durch die Stadtwerke teils, wo die Zettel, die ich damals habe, unterschrieben, in Stadtwerken haben wir sogar gesagt, ich habe Ihnen auch so eine Marke so markiert, dass Sie mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden sind. Nein, jetzt sehe ich fast ein bisschen selber schuld. Das heißt, das ist bei den Sachen, wo es eine Handschrift liegt, also wo mein Antrag kopiert und das System gespeichert und dann zugeschickt worden ist, dann denke ich mir, okay, das ist es wohl tatsächlich gut, das kann ich ja, dann meine Adresse nochmal elektronisch. Dann bei den anderen kann ich es nicht wissen. Ja, das würde halt diese Absichten nicht von mir anfangen. Die Sache ist halt auch, das muss man dann auch immer wieder bedenken. Nehmen wir an, ich bin halt in einem Megapopulation, habe mit dir was zu tun, habe tausende von Daten, von denen ich gar nicht haben darf. Ja? Du schneidest mir aus und versuche, dann werde ich ja schön oder zurück genau einmal passieren, dass ich dir aus Versehen alles zuschicke. Beim zweiten Mal würde ich dir nur das zuschicken, was ich hätte haben dürfen. Und im ersten Mal
Scheiße bauen und sagen, wie die Daten von dir hat, dann wird sie ja nicht zu dir kommen und sagen, hey, übrigens, ich habe noch viele geile Daten von dir, willst du auch an. Also, weißt du, das ist eh schon das Gesetz. Vorher wäre es wert, das jetzt noch mal wissen und dem Rücken zu sehen, was wir eigentlich haben dürfen. Aber, ja, genauer kann man sich kontrollieren, also die Kontrolle ist dann zum Teil des Unternehmens, die Datenschutzbehörden haben. Das hat mir ja sehr viel darüber geschickt, dass ich überhaupt gesagt habe.
erstaunlicherweise das zweite Signal, ich habe sich noch nicht gemeldet, obwohl man gesagt hat, wir haben es auch schon von den Kollegen oder keine Aufstellungen. Und hier war ich halt auch auf einiges. Genauso absolut wie eine Aktie entstanden oder genauso blöd wie die Versicherung, die Autoversicherung oder Steuern, Frauen halt unterwegs. Aber ja, kann man sein, ich wusste es nicht, aber das ist eine gute Info. Ja, natürlich die Superaktie. Aber dafür hast du ja das Bundesland gekriegt, damit du die Anfrage starten kannst und das passieren kannst. Ja, sicher. Sicher. Aber Geld kann Bauernschützer empfehlen, jeder so eine Aufgabe zu starten. Das ist ja nicht so. Wenn 80 Millionen Leute auf eine Schuhe ausgeben, dann ja, das ist cool. Das Vorletzte. Also, das sind also Adressen, das sind noch mehr Adressen, das sind Zahlungsarten und dann halt hier so eine Auflistung an Werkzeug, was ich gekauft habe. Also, die Daten, die Bestellnummer, das Link in der Marketplace war, wer hat abgeschlossen und die Summe noch bezahlen. Weil das jetzt auch schon der Fall ist, dass man die letzte Woche nicht bestellt hat. Das war nicht jetzt erst sein. Ja, aber wie gesagt, die Menschen, die das auch gemacht haben, haben gesagt, das ist auch nicht schwierig. Aber es liegt ja auch schon ganz so sauber. Ja, ich habe zwar auch gelernt, weil ich weiß, wo ich nicht gehört habe, dass es ein Kind ist, aber es ist schon ein ganzes Weibchen. Ja, aber bei der Solidarität, bei der DHS, hat es bei den Information Act, habe ich ja auch schon öfter gelesen, nach dem Dollar gesehen, dass sie halt bei der Selektion 9 ist sozusagen, dass sie halt unendlich viel Abfragen haben und teilweise mit dieser halt durch Archive laufen und das bisschen aussortieren. Dass da halt teilweise eine Wartezeit von 12 bis 14 Monaten ist. Ich habe halt innerhalb von einem Monat halt sogar eine Weiterleitung, um das bekommen, als da habe ich halt eingesetzt. Es gibt auch das theoretisch.
sollte ich das vielleicht noch in der Pflege verwandeln? Meine Natur hat ja auch noch gesagt, ich kann aber stundenlang noch vor der Pflege verwandeln, wenn ich zwei etwas passiert. Ich denke, dass wir halt noch nicht mehr Unfall haben und deswegen weiß ich nicht, dass ich das wirklich die Zeit dafür schicke. Ich kann nicht mehr wie krank nur sowas zu machen. Ja, also ich wüsste ja, wenn es dann da irgendwas Interessantes für uns machen möchte, vielleicht ein bisschen Umschleimarbeit, sowas wie die Richter haben, wenn das ist halt mehr, wir kommen mehr Leute an, weil dann kann ich diesen Vortrag bis jetzt die Folie mal einstellen. Davon hat niemand wirklich was. Das ist ja selbst, dass ich schon ein Haus bei mir bin. Ich habe auf jeden Fall vor, die Riesen, die sind eingeschrieben, kann man wirklich noch mit einbauen, aber halt jetzt nicht mehr mit der Kindheit, die ich jedes Mal schon vor mir machen konnte, und halt dann irgendwann mal in einem halben Jahr oder so, alles tatsächlich, was mir nicht gepasst hat, was ich noch weiß, was eigentlich so wirklich im Kopf gekriegt ist. Also wie gesagt, mein Ziel ist es schon, alle zum Beispiel alle Dinge, wo ich nachhaken musste, also alles da, wo mir alle Dinge steht, wo ich nachhaken musste, dass der Ausgeführer zu sagen, ja, die haben jetzt auch alles gut gegeben und ich muss da gerne reinkommen. Also ich bin schon mal so, ich frage mich, ob das was bringt, ich hoffe, sonst würde ich es nicht machen. Zeit im Tätigkeitsbericht und dann lese ich halt die fünf privaten Parteimenschen und die 72 Täter und dann kann ich die Führung. Ja, und bei der Tierfirma wurde ich auch noch was verändert. Also, das war direkt schon wirklich durchgekommen. Ja. Das kann ich mal sagen. Also, er hat jetzt ihren Job, also, es hat ihn nicht weiter gestört. Die Probleme